you know. Yo ho, meine kleinen Farmer, und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier vom Technischen Hilfswerk unterwegs, und zwar haben wir hier momentan einen etwas länger andauernden Einsatz. Und zwar müssen wir hier bei Bauhof Weber das Bergwerk stabilisieren und dort die ganzen Förderbänder reinbringen, um zu verhindern, dass hier auch das Bergwerk einstürzt. Dazu müssen wir hier halt die Stabilisierungsmaßnahmen vornehmen, und wir müssen mal gucken, wie wir das am besten machen. Wir machen jetzt erstmal das Licht hier an und gucken mal, wie es denn da unten aussieht. Weil hier unten, ihr seht es schon, zwei Förderbänder sind hier schon in Position gesetzt. Der Radlader soll hinterher runtergebracht werden, damit er hier die ganzen Mengen an Sand hier drauf hieft. Der ist extra stabilisiert worden, und schauen wir einfach mal, wie das dann jetzt klappt. So, wir fahren hier einmal kurz um die Ecke und kuppeln dann einmal ab und fahren dann da runter. So. Steigen einfach mal ein in das Förderband. Ich überlege gerade, genau, wir müssen so hier runterfahren. Das fahren wir mal kurz aus. So. Förderband zuklappen. SX, genau. Aber wir wollen es ja aufklappen, dementsprechend müssen wir mal kurz gucken, dass das dann hier auch alles so passt. Wir fahren es direkt schon aus. So, okay. Und dann fahren wir jetzt mal eben hier runter. Und dann brauchen wir nur ein paar Förderbänder, bis wir dann letztendlich hier alles geschafft haben. Oh, ich glaube, hier haben wir gerade ein Problem, oder? Oder hängt der irgendwo fest? Nee, das passt. Das ist gut. So. Das sieht doch gut aus. Wir müssen das Förderband auch ein bisschen senken. Perfekt. Aber wir sollten auch ein bisschen gescheiter hier runterfahren. So, Freunde, wir haben jetzt das nächste Förderband geholt. Und wie bereits schon gesagt, im Download-Bereich wird demnächst natürlich noch ein bisschen was kommen. Das sind die originalen Download-Links zum Teil. Also von so einigen Mods, weil dort wurden halt keine veränderten Versionen hochgeladen. Warum hängen wir denn jetzt hier irgendwo? Mensch. Weil es einfach nicht geht, weil die Rechte dafür halt fehlen, und dementsprechend sind es halt die originalen Download-Links. Und die Mods, die ich jetzt zum Beispiel Bauhof Weber Logo hochgeladen habe, dafür sind halt die Links und die Rechte komplett vorhanden. Dementsprechend ist das so auch in Ordnung. Wer Fragen zu Bauhof Weber Mods haben sollte und zum Beispiel das Logo von Bauhof Weber dann auch auf zum Beispiel Mercedes Vario haben möchte, der geht einfach mal unten auf den Link in der Videobeschreibung, dort zur Facebook-Gruppe. Dort werdet ihr dann dementsprechend Hilfe bekommen von allen möglichen Bauhof Weber Fans, die da schon fit drin sind und euch das dann gerne zeigen. Ich kommentiere da auch sehr aktiv und helfe auch so gut es geht, aber die Community ist da auch sehr, sehr stark drin, und das finde ich auch wirklich, wirklich super. Daher, wenn ihr da Fragen habt zu irgendwelchen Mods hier vom Bauhof Weber, geht da einfach rein und fragt mal eben nach. Euch wird da wirklich sehr, sehr gerne geholfen. So, wir müssen jetzt mal nochmal hier runterfahren. Warte mal, wir können das schon mal ausfahren. Ich plane übrigens etwas Neues für euch, was ich euch jetzt die nächsten Tage dann einmal präsentieren werde. Es wird dazu auch noch ein Stream kommen, aber erstmal kommt ein Video, was ich überhaupt vorhabe. Da möchte ich eure Meinung dazu wissen, ob ihr da Lust drauf habt. Und dann kommt ein Stream, und da werde ich euch dann zeigen, was dort möglich ist und wie es dann auszusehen hat, also wie es dann aussehen könnte. Und ich denke, das wird ganz cool. Das wird definitiv ganz cool. Von daher, ich hab ja schon mal vorangeteasert, dass es dort ein Projekt gibt. Zusammen mit mir, und das wird sehr, sehr cool werden. Glaubt mir mal. In der Facebook-Gruppe wissen ein paar schon Bescheid, dass ich da was plane. Dementsprechend, jeder, der in der Facebook-Gruppe von Bauhof Weber ist, kann es halt nachlesen. Wenn ihr kein Facebook haben solltet, dann erfahrt ihr es halt ein bisschen später, ne? So, okay.
jetzt schnappen wir uns noch das eine Förderband hier, fahren uns dann da runter. Weil ich hatte auch hier die Umfrage gemacht. Wollt ihr das lieber im Livestream sehen oder wollt ihr das lieber im Video sehen? Und da haben die meisten halt für Video gevotet, da ich hier die Förderbänder tatsächlich im Video einmal alle platziere. Ich meine, das ist eine Aufgabe, die dauert ein bisschen, aber gut, ne? Muss auch alles sein, weil wenn jetzt hier was angefangen wird, sollte es auch möglichst beendet werden. Mit dem Hausbau geht es jetzt auch bald weiter und es wird sehr cool. Ich freue mich sehr auf das Projekt. So, dann fahren wir jetzt mal wieder hier runter. Auch noch zum Thema Downloads. Genau, das daran erinnere ich mich gerade auch, weil es auch in den Kommentaren stand. Weil ich lese wirklich alle Kommentare. Ich kann zwar nicht immer auf alle Kommentare antworten, weil es doch sehr, sehr viele sind. Aber ich lese mir wirklich so ziemlich jeden Kommentar durch. Und wenn ihr was schreibt, dann sehe ich das auch. Und da stand etwas von wegen, ja, können mal mehr Downloads kommen. Dazu kann ich sagen, ich würde sehr gerne mehr anbieten, aber das Problem ist einfach, wer soll das machen? Das ist wirklich ein großes Problem, weil das Modding-Team sucht momentan wirklich Leute, die sich hier mit dem Bereich, im Bereich Modding auskennen und sich damit auch beschäftigen. Und es ist wirklich schwer, da gute Leute zu finden, weil viele, die wollen einfach nur Teil der Modding-Truppe, sag ich mal, werden. Bauheber-Modding-Team, einfach weil es dort manchmal coole Dinge gibt, wie zum Beispiel exklusive Mods und so, die dann bearbeitet werden, und dementsprechend gibt es halt viele, die dann auch ein bisschen trollen. Dementsprechend wäre es schon cool, wenn sich da ein paar Leute finden, die jetzt auch wirklich Fahrzeuge umbauen können und sich auch mit XML auskennen, und da kann man einfach mal gucken, was man da dann macht. Dementsprechend schauen wir einfach mal. So, okay, wir schnappen uns den Unimog, fahren wieder hoch. Und dann würde ich auch schon sagen, bereite ich gleich das Projekt weiter vor. Dann habt ihr jetzt mal wieder hier das THW-Video gesehen. Für die Videos hier noch nicht kennen, also schaut euch einfach mal die letzten zwei THW-Videos dazu an. Boah, mit dem Unimog kommt man immer so leicht ins Schleudern. Vorne ist auch der Warnwagen umgeklappt, sehr schön. Also, hier vorne, wir fahren einmal kurz querfeld ein, können wir ja mit dem Unimog. Hier vorne hin soll der ganze Sand aus dem Bergwerk kommen, und den können wir dann dementsprechend auch hier vorne zum Hausbau weiterverwenden, und irgendwann müssen wir den Sand natürlich dann wieder aufbaggern und dann in ein anderes Lager bringen. Von daher würde ich sagen, danke, dass ihr dabei wart bei dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen dicken Daumen nach oben da, und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Wer noch nicht in der Benny Family drin ist, einfach kostenlos auf Abonnieren drücken und denkt an die Facebook-Gruppe, wird cool. Von daher... Bis dahin. Ciao, ciao.